Din, 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 din. Uf, Sonneweide, Adventkalender. Am 7. Dezember. Im Advent, Timing haben wir, das muss man es lassen. Mit der Luna Türchen? Und Lara. Eigentlich, der Plan ist ja, dass wir die Luna in den Vordergrund holen. Das, das ist das Lama. Ist die da so ganz klein im Hintergrund ist. Elisabeth, lass sie nicht auffressen. Sie gewusst, dass Lamas beißen können? Wir haben ganz gefährliche Lamas hier. Auf der Suche nach Karotte, sie macht das mittlerweile, dass sie in den Säckel reingeht. So, jetzt hole ich aber unser kleines Luna DP Lama. Da kommt sie. Luna kommt aus Niederösterreich. Aus Miesenbach, um es genau zu sagen. Das Nomen ist Omen. sie ist immer ziemlich mies drauf. Nein, das stimmt so nicht. Sie ist halt sehr vorsichtig. Ja, die ist damals, könnt ihr sich erinnern an den Moritz, das lahme Lama, mit dem ist sie zu uns gekommen. Seitdem hat sie sich eigentlich nicht verändert. Also sie mag Menschen. Nein, man muss dazu sagen, die Luna war eine Attraktion, gemeinsam mit Moritz bei einem Mustheugen. Und ich glaube, sie hat sich gedacht, so Attraktion war ich lang nur in meinem Leben. Jetzt kann es mich gern haben. Jetzt heue ich mich im Hintergrund. Das tut sie auch immer. Vornehm im Hintergrund. Im Gegensatz zu Lara, das Lara ist die Rampensau. Hier in unserem Haus. Immer im Vordergrund, immer dabei. Immer in irgendeiner Tasche drinnen. So, warte mal. Ich habe da noch zwei Karottis für euch. Ja, gleich. So, hopp schön. Also unschwer zu erkennen, sie lieben Karotten. Und für das lacht sie sogar die schöne Scheu. Sagen wir einfach, sie ist eine scheue Schönheit, weil das ist sie einfach. Auch. Lässt sie sich herab, da für uns zu posieren. Mit zurückgelegten Ohren. Macht nichts. Schön, dass sie da ist, die kleine Luna. Absolut. Und die Lara. Ja. Ich wünsche noch einen schönen 7. Dezember. Bis bald. Tschüss. Din, 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 din